ich würde die Rente nicht den Aktienmarkt aussetzen, ehrlich gesagt. Sondern ich glaube, die Lösung besteht in etwas anderem. Dass wir sagen, alle mit Erwerbseinkommen, also auch Rechtsanwälte, auch Bundestagsabgeordnete, müssten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die meisten sind ja davon befreit. Dann darf es keine... Dann darf es keine Beitragsbemessungsgrenze geben, die ja so bei 7.500 Euro liegt. Wenn einer eine Million verdient, muss er seinen Beitrag von einer Million bezahlen. Dann darf man bei Spitzenverdienern den Rentenanstieg abflachen, Höchstrente nicht. Das würde das Bundesverfassungsgericht nie erlauben. Aber abflachen erlauben sie. Und dann hätten wir die Probleme der Altersversorgung auch gelöst, statt den Kapitalweg zu gehen. Das Zweite, was ich sagen will, das ist für mich interessant bei den Bürgergeldempfängern. Ich kenne ja auch Leute, die zu mir sagen, Mensch, die kriegen ja fast dasselbe wie ich und ich verdiene so wenig. Und was sagen Sie denen dann? Und denen sage ich immer, du darfst nicht nach unten gucken, du musst nach oben kommen. Oben wird zu viel verdient. Wenn du mehr verdientest, wäre auch der Abstand größer. Und wenn die weniger Bürgergeld hätten, hättest du ja auch nicht mehr, sage ich ihm. Also so versuche ich dann mit ihnen zu streiten. Aber ich habe noch letzte Bemerkung. Ja. Aber das Geld für Weiterbildung, das ist gestrichen worden jetzt im Haushalt. Das fand ich nun wieder wichtig, weil wenn wir Bürgergeldempfangende weiterbilden, finden sie auch schneller eine Arbeit. Und übrigens würde ich die Sanktionen abschaffen und Boni einführen. Boni kennen wir leider nur bei Vorständen von Banken. Belohnen. Konzern. Und zwar die sich engagieren und die wirklich krank sind, kriegen von mir einen Bonus. Und die gesund sind und sich nicht engagieren, kriegen den Bonus nicht. Mit Boni kann man viel eher operieren als mit Strafen, glaube ich. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und das Zweite, die Bundesregierung hat in einem Recht. Wir haben wirklich zu wenig Fachkräfte. Mhm. Aber das fängt schon in der Bundesregierung an. War nur ein Scherz. Aber wer sitzt in der Regierung? Nicht ich. Also er ist in der Parteiregierung. Ich will nur sagen, wir müssen doch in Bildung investieren. Und bei diesem Haushalt fehlen den Kommunen 166 Milliarden Euro. Und für Bildung fehlen 50 Milliarden Euro. Ich bitte Sie, Herr Dürr, wir müssen uns das doch mal überlegen. Unsere Rohstoffe sind sehr begrenzt. Wir müssen in die Klugheit, in die Intelligenz, in das Wissen der Kinder und Jugendlichen setzen. Und wir haben eine Bildungsstruktur, die ist Jahrhunderte alt. Der größte Fehler ist meiner Meinung nach die Schuldenbremse. Ich war schon damals dagegen, als sie aufgenommen wurde. Da habe ich CDU und SPD-Abgeordnete gefragt. Da habe ich gesagt, ihr könnt doch weniger Schulden machen. Hindert euch doch gar keiner. Wieso müsst ihr das reinnehmen? Da haben sie mir erklärt, ja, man muss sich selbst disziplinieren. Na schön. Und jetzt in Krisen darf man sie aussetzen. Und ich finde, wir sind in einer Krise. Denn Schulden darf man nie für laufende Ausgaben machen. Das ist falsch. Dazu müssen die Steuern reichen. Aber für Zukunft darf man Schulden machen, weil das ja den Jugendlichen und den Kindern hilft. Und die können dann wieder für die nächste Generation Schulden machen. Also für Zukunftsausgaben ja, für laufende Ausgaben nein. Ich setz noch eins drauf. Das ist der Fehler dieses Haushalts. Und in der Wirtschaft ist es so. Alles bezahlt der Mittelstand. Den großen Banken und Konzernen werden immer Wege gewiesen, wie sie um eine größere Steuerlast drumherum kommen. Und wenn wir durchsetzen, dass die oben nur angemessen genauso viel bezahlen müssten wie die Mitte, dann könnten wir auch endlich mal darüber nachdenken, die Mitte zu entlasten. Wir machen die Mitte kaputt. Das geht nicht. Bei der Entlastung. Das geht nicht. Ich bin